Wir sind die Geschichte, die wir über uns zu erzählen vermögen. Die Protagonisten sind die Wikinger. Aktuelle Forschungsergebnisse zeichnen ein äußerst authentisches und zugleich spannendes Bild dieser legendären Nordmänner des Frühmittelalters. Ja, die Wikinger ist eine Ausstellung, die einerseits auf den ersten Blick zeigt, dass es um eine Geschichtsausstellung geht, und in Wirklichkeit ist es eine sehr aktuelle Ausstellung. Wir fragen, was ist ein Volk und wie kommt ein Volk zu seinem Namen, und erfahren, dass die Wikinger ein Kunstbegriff sind über Menschen, die von ungefähr 700 bis 1100 gelebt haben, auch auf Kriegszüge gegangen sind, viel gehandelt haben und vor allem den ganzen Norden Europas beherrscht oder auch mit ihren Themen belegt hat. Und auf der Schallaburg erfahren wir, wie zeitgemäß so etwas ist, denn das Urteilen über andere 1000 Jahre danach aufgrund von archäologischen Funden ist ein Puzzlespiel. Über 500 Exponate haben in die Jahresausstellung der Wikinger auf Schloss Schallaburg Einzug gefunden. Viele dieser Fundstücke sind erstmals in Österreich zu sehen. Die Wikinger, das ist eine große Koproduktion, eine Partnerschaft mit dem Schwedisch-Historischen Museum in Stockholm, die größte Wikinger-Sammlung, die es gibt in Europa. Und mit den Kuratoren in Stockholm, mit Museumspartner, ist es uns gelungen, diese Ausstellung erstmals nach Österreich zu holen. Eine Ausstellung, die schon in Chicago, die schon in Amerika, in Kanada, die wirklich schon weltweit gezeigt wurde. Und naja, da sind wir recht stolz drauf, denn hier gibt es viele, viele Objekte, die erstmals Schweden verlassen haben und dann lange, lange in Schweden wieder bleiben werden. Also eine gute Gelegenheit, in diese Welt der sogenannten Wikinger einzutauchen. Ja, ich glaube, das ist schon eine große Referenz an die niederösterreichische Kulturarbeit und Kulturpolitik, dass wir eine derartig große Ausstellung, die mittlerweile eigentlich um die ganze Welt schon gegangen ist, dass wir die hier auf der Schallaburg haben. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir gerade auch so international renommierte Ausstellungen hier in Niederösterreich haben, weil wir damit auch auf breitester Ebene die Bevölkerung mit der Geschichte Europas und zum Teil auch mit der eigenen Geschichte konfrontieren können. Und nur jemand, der sich mit der Geschichte auseinandersetzt, der kann auch Rückschlüsse in die heutige Zeit mitnehmen und für unser heutiges Leben auch verwenden. Beeinflusst haben die Wikinger von Skandinavien ausgehend ganz Europa. Ihr Wirken und politischer Einfluss reicht in die Zeit von 750 bis 1100 nach Christus. Kennengelernt haben wir die Wikinger als stereotype, furchteinflößende Krieger und brutale Plünderer. Dies zu hinterfragen ist ebenfalls Aufgabe der Ausstellung. Ja, das Bild der Wikinger, das wir lange mit uns mitgetragen haben, das ist, kann man heute nach der Forschung sagen, ein falsches. Die hatten weder Helme mit Hörnern, noch sind sie ständig mit Keulen durch Europa gezogen, sondern das waren viele einzelne Gemeinschaften, die vor allem in Nordeuropa natürlich auch expandiert sind, aber auch viel Handel, auch ganz anders gelebt haben, wie halt wir uns vorgestellt haben. Wir haben ein Bild von uns heute, klar, das ist unsere Identität, aber wie das Bild in 300 oder in 1000 Jahren ausschaut über uns, wird ähnlich spannend sein wie das Bild, das wir heute über die Wikinger 1000 Jahre danach versuchen zu bekommen. Mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem innovativen Kulturvermittlungskonzept eröffnet die Schallaburg neue Blickwinkel. Ganz, ganz fantastisch und faszinierend für mich waren die Fortbewegungsmöglichkeiten, nämlich das Schiff natürlich im Norden Europas. Und für mich faszinierend, dass man seinerzeit mit wesentlich weniger technischen Hilfsmitteln in der Lage war, solch hochwertige Verkehrsmittel zu produzieren. Gleichzeitig positioniert sich die Schallaburg mit dieser Ausstellung als interkultureller Begegnungsraum zu spannenden Fragen der Gegenwart. Ja, die Schallaburg ist so ein richtiger Treffpunkt für die Region schon geworden. In nächster Zeit, im Mai, kommt natürlich wieder das Mostfest der Mostviertler Landjugend, das da ansteht. Ja, und dann haben wir wieder über das Jahr verteilt auch einen Höhepunkt, das Midsommerfest, ein schwedisches Hochfest, das auch auf der Schallaburg hier gefeiert wird. Ja, und auf unserer neuen Homepage, da gibt es dann, ich glaube, fast jedes zweite Wochenende was zu entdecken.
Vom 28. März bis 8. November 2015 wird die bislang umfassendste Wikinger-Ausstellung in Österreich zum authentischen Ort, an dem Geschichte erzählt wird und Menschen einander begegnen.